Hallo ihr Lieben, wir heißen euch ganz herzlich willkommen im neuen Jahr und haben euch heute das große Solia Jahreschanneling mitgebracht. Wir sind heute mal wieder zusammen vor der Kamera, weil wir dieses große Channeling in einem unserer Live-Events durchgegeben bekommen haben. Und ja, das Solia Jahreschanneling ist deswegen so besonders, weil es ein ganz wertvoller und hilfreicher Kompass ist für das gesamte Jahr. Ihr könnt euch also an diesem Channeling orientieren und ausrichten. Es bietet euch die Möglichkeit, verschiedene Überschriften über das Jahr zu legen und immer wieder eure Entscheidungen danach auszurichten und sich wieder zu erinnern, wie war das, um was geht es in dem Jahr eigentlich? Und da die Energie in 2021 wirklich so grundlegend anders ist als in 2020, ist es auch so wichtig zu wissen, wie das Jahr gestrickt ist energetisch. Denn nur dann könnt ihr, oder es fällt es euch leichter, im Fluss zu bleiben mit euren eigenen Entscheidungen. Und damit ihr wisst, was die Grundüberschrift vom Jahr 2021 ist, wird euch Vicky jetzt einen kleinen Vorgeschmack darauf geben. Ja, hallo auch von mir. Hallo ihr Lieben. Und danke, Stefan, für diese wunderbare Botschaft, kraftvolle Botschaft. Also die Überschrift energetisch oder thematisch ist ein Satz von Solia, das hat sich so stark eingeprägt bei mir, und zwar: Kraft ist die beste Medizin. Und darum geht es auch in der Botschaft und darum geht es in 2021, wie wir in die eigene Kraft kommen, wie wir unabhängig von den äußeren Umständen oder genau weil die äußeren Umstände so sind, wie die sind, voll in unsere Kraft eintreten. Und ich habe es empfunden, energetisch wirklich als eine innere Aufladung. Ich habe durch die Botschaft, aber auch durch die Energie, die durchkam an dem Abend, selber in mir gemerkt, wie ich mich mehr und mehr aufrichte und mich gerade hinsetze und stolzer dastehe und diese Kraft in mir spüre. Und schon alleine dadurch ist es dieses Channeling so zu empfehlen, weil die Energie, die dadurch kommt, erinnert uns an unsere eigene Kraft. Aber auch ist es sehr wertvoll, weil die genaue Tipps geben, also genaue Botschaften oder Ideen, Mechanismen sozusagen oder Tools, wie man in die eigene Kraft kommt und wie man sich dahin bewegt. Und ich rate euch, das euch anzuhören, die Energie aufzunehmen, so wie immer, aber vielleicht auch ein paar Sätze rauszuschreiben, die wie eine Affirmation dienen können über das Jahr, die euch begleiten können. Also für mich ist auf jeden Fall, Kraft ist die beste Medizin, und noch ein paar dazu auf jeden Fall, die will ich aber jetzt nicht verraten. Ihr könnt eure eigenen Affirmationen daraus ziehen. Nutzt das, taucht in diese Energie ein, schöpft Kraft aus diesen Botschaften und ja, erinnert euch. Also im Endeffekt, das Channeling ist eine Erinnerung. Erinnerung an unserem inneren Vertrauen, Erinnerung an unsere innere Kraft und an dem, was wir fähig sind. Erinnerung daran, dass die äußeren Umstände nicht ausschlaggebend sind, wenn wir es schaffen, uns zu verankern in unserer Mitte. Also viel Spaß damit. Wir sind beglückt, euch zu sehen, sprechen zu dürfen zu euch, die ihr gekommen seid, um dieses Jahr
zu beenden und das Neue zu begrüßen. Im Herzen seid ihr verbunden und habt den Weg durch die Zeit gefunden, um hier versammelt zu sein. Ein komplexes Spiel, das nicht durchschaut werden kann. Im Grunde genommen ist die Tatsache unwichtig, Dinge zu durchschauen, denn die eigentliche Wahrheit könnt ihr nicht sehen. Zu hell stellt sie sich da im Moment. Doch jeder Tag gibt euch die Möglichkeit, mehr zu sehen, den Schleier zu lüften, das Licht wahrzunehmen, das nun auf euch strahlt. Ein wunderbares Fest der Liebe, das ihr begeht. Euch zu Diensten. Euch zu Diensten. Eure Botschaft an euch. Wir dienen euch. Ein Dienen aus Liebe. Kein besser oder schlechter. Alles dient der Liebe. Wir dienen, ihr dient. Alles dient diesem Ziel. Einem Ziel, das ihr fühlt, mehr und mehr. Die Sorgen habt ihr im Großen hinter euch gelassen. Habt euch beschäftigt mit dem, was der Liebe im Weg steht. Nun könnt ihr klarer sehen, seid nicht mehr so sehr verbunden mit dem, was euch schwer macht. Und doch besorgen euch Dinge, die ihr seht, Schwere, Angst. Und doch möchten wir euch jetzt ermutigen, diese Kräfte in eurem Sein nicht mehr bestimmen zu lassen. Ihr seid so viel heller geworden, habt die Stürme walten lassen, wurdet befreit von diesen Verstrickungen, lasst die Netze langsam sich entwirren, die Schlaufen lösen. Und dann geht frei in dieses Jahr. Eins werden. Die Eins kommt hinzu. Eins mit euch, mit den Träumen
euren Träumen. Das Rufen vernehmen und sich öffnen dieser Stimme, eins werden. Und losgehen. Im Einssein seid ihr bereit für das, was auf euch wartet. Nichts weiter ist notwendig, als sich zu spüren. Den Kern, den Ruf, die Liebe. Und dann gehen, nicht warten. Eins heißt ebenfalls eins nach dem anderen. Nicht eilen. Die Sorge, zu spät zu kommen, macht euch klein. Erwartet nicht, doch seid geduldig. Die Kraft kommt aus der Ruhe. Vieles öffnet sich in euch und ihr seid überfordert, entzückt, verträumt, verspielt. Gut, lustig. Fantasievoll, doch lasst euch Zeit, nehmt den Raum wahr, die Möglichkeiten und verzettelt euch nicht im Kleinen. Lasst die Kräfte wachsen, sich ausbreiten. Und versucht nicht schneller zu sein, als die Polizei es erlaubt. Ruhe, Vertrauen, dem Raum Raum geben, eins nach dem anderen. Im Lauf der Dinge seid ihr sicher. Eins sein heißt sicher sein. Im Einssein werdet ihr sicher. Kommt in diese Mitte, verbringt keine unnötige Zeit außerhalb von euch. Dann werden euch die Dinge, die immer wieder auf euch einprasseln, nicht weiter kümmern. Corona ist präsent in euch. Königlich. Königlich, seht das Königreich in euch, Krone, Schöpfung,
Neubeginn, Strahlen. Geführt werden, führen, aufblühen, sich sein Reich schaffen, erfinden, ein königliches Vergnügen. Corona. Vergnügen. Seht die lichte Seite dieses Virus, das nur dann in euch Angst hervorruft, wenn ihr außerhalb dieser Lichtzone seid. Im Königreich selbst herrscht keine Angst. Werdet König, stolz. Lasst euch wachsen, groß werden, erhaben, der Dinge erhaben. Bestimmt über euch selbst, lasst euch nicht erniedrigen. Im Licht ist all das möglich. Licht im Dunkel, Licht sehen. Im Angstvollen kennt ihr euch aus. Diese Seite eures Seins habt ihr erforscht. Erforscht sie weiter, doch nicht mit den Mitteln, die ihr kennt. Kraft ist die beste Medizin. Bekräftigt euch im Sein. Tanzt den Dingen aus dem Weg. Tanzt, spielt, vergnügt. Beschäftigt euch mit dem Guten, das Gute. Ein Gut, das in euch schlummert. Gut erkannt, gewollt, gebraucht. Euer Gut. Gut. Mantra, gut, ja, gut, sich bejahen, gut, ja. Ja sagen zum Jahr.
Ja sagen zum Jahr. Im neuen Starten. Ausgesucht habt ihr euch diese Reise. Und so solltet ihr diesen Flug jetzt neu wahrnehmen. Geflogen sieht sich's besser. Fliegt leicht, vogelgleich, sucht euch die Vogelperspektive. Überblickt die Lande, schaut aufs Ganze, kommt heraus aus der Verzwirbelung der Köpfe. Und nehmt den Flug wahr als eine neue Qualität des Seins. Beobachtet euch. Erlaubt euch, die Luft zu erkunden. Erlaubt euch das Leben. Ins Licht zu rücken. Verrücken, verrücken, verrückt werden, denn der Ernst hat euch die Kraft genommen. Die Ernsthaftigkeit des Seins soll euch nun nicht mehr weiter beschäftigen. Rückt ab, verrückt euch. Nehmt die Dinge nicht mehr ernst. Wahrheit ist keine ernste Sache. Die Freude versucht nun, sich wieder ins Leben zu integrieren, den Ernst beiseite zu schieben. Ein Prozess, der euch in die große Freiheit bringt, die ihr euch wünscht. Werdet neu, Tag für
Tag. Fliegt, tanzt, spielt. Vertreibt euch die Zeit mit lustigen Dingen. Spaß erfahren, ausprobieren, sich probieren. Vertrauen, dass im Spiel Wahrheit liegt. Spielt, lauft, lacht. Und lasst den Mops im Haferstroh leben. Euren Mops, der sich nicht unterkriegen lässt, sich trollt, eigenartig ist, dieser Mops. Ein wundersames Tier, dieser Mops. Kein Vergleich. Nichts vergleichen. Vergleich hemmt. Eure Essenz. Jeder Vergleich schneidet euch ab von dem, was ihr seid. Und dann werdet ihr ärmer statt reicher. Schält euch heraus aus diesem Gezwirbele des Versuchens und lasst euch sein. Und lasst euch sein. Sein lassen. Dinge sein lassen. Entscheiden. Doch die Entscheidungen werden getragen. Sie werden euch zufliegen. Nehmt sie schneller in euer Sein, denn die Zeit geht rasch dahin. Ein Wandel passiert schnell. Verträumt die Tage, doch seid präzise. Im Traum erfahrt ihr Wahrheit. Diese Präzision soll euch leiten.
die Illusion des alten Lebens ist die Vergangenheit. Das Wunder des Lichts wird euch führen. Diese Zeit ist nun bereit. Der Gruß kommt aus der Ewigkeit.